können heute nicht genug kriegen. Wir sind jetzt am Einstieg des dritten Klettersteigs für heute. Aber der ist auch wirklich ein ganz harmloser, der Kolodri auf diesem netten Felsen hier. Ich zeig's euch mal. Dort geht's rauf. Das werden wir jetzt mal eben wegrocken und dann haben wir den auch abgehakt sozusagen. Ja. Oben ist eine BC-Stelle, eine ganz mickrige, alles andere ist Killefit. So schaut's aus. Ja, und den hauen wir jetzt eben noch schnell weg. Und dann suchen wir uns einen schönen McDonald's, haben wir schon beschlossen. Was für eine Geschichte hier. Das Strand. Hier eine Strandbar haben sie hier aufgebaut. Ja, morgen werden wir wahrscheinlich wirklich mal wieder Sonne haben. Wird kühl, regnet ab. Die diesige Luft verschwindet. Alles gut. Läuft. Das ja. So, hier haben wir jetzt Cima Kolodri. Eine Stunde 20, ist unfassbar. Haben wir eine Dreiviertelstunde weg. Meinst du? Ja, wollen wir sehen, ne? Wir haben schon 6:30 übrigens, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Aber wir werden heute noch schön Abendessen gehen. So schaut's aus. Ordentlich. Alles so ein modernes Ding sogar, mit diesen Stoppern da überall. Das ist aber neu, ja? Ja. Cool. Nee, ich glaube, die haben jetzt oben, der Ausstieg ist auch anders. Ja? Wie sonst, ja. Okay. Ich war jetzt aber letztes Jahr und dieses Jahr auch noch nicht drin. Das heißt, die Topos sind auch verkehrt dann da oben, ne? Wenn sie es anders gemacht haben. Also da ist ein riesen Brocken rausgerissen, oder was? Ja. Der hat das ganze Jahr gesperrt? Der war relativ lang, also ich glaube an Ostern war er sogar auch noch gesperrt. Ey. Krass. Krass, die ziehen da ihre Bahn im Schwimmbecken. Heftig, heftig. Da kommt man gleich auch noch rein. Wellnessbereich. Das ist der perfekte Anfängersteig hier. Ja, ja. Der ideale Anfängersteig. Ja, haben wir schon einiges an Höhenmeter geschafft. Kannst du glauben. Lange von unterwegs, 10 Minuten. Jo, genau, 10 Minuten. Ah, Hälfte haben wir. Luftfeuchtigkeit ist unfassbar hoch. Unfassbare B-Stelle jetzt hier.
Und das nach dem ganzen Terror von heute, ey. Terror-B-Stelle, ey. Ja, gut, dass wir diese Reihenfolge für heute gewählt haben. Ne? Ja, das ist richtig. Nicht jetzt noch um die Salagoni-Schlucht, dann wäre das ungünstig, glaube ich. Aber so rum haben wir genau richtig gemacht. Das denke ich auch. Ja, hier müssen ja Tausende hergelaufen sein. Aber Tausende. Krass, dass hier jetzt so wenig los ist. Na, hinter uns kommen schon wieder welche. Ja, hab ich schon gehört. Echt? Ralf hat den Cache gefunden. Er hat gesagt, er würde ihn da verstecken. Das gibt's nicht, Ralf. Das gibt's nicht. Das hast du doch gewusst, oder? Ralf? Hä? Das hast du doch gewusst. Nein, ich hab das Spoiler-Foto mir angeschaut, aber ich habe nicht gewusst, wo der genau ist. Halt. Ach so, und das sieht auch so aus wie hier. Unfassbar. Ja, da ist er. Perfekt. Wieder ein Cache weggelockt, ey. So, jetzt kommt was Schönes. Hättest du noch genau die gleiche Stelle wie früher. Ja? Das ist die finale BC-Stelle. Okay. Soll ich die jetzt mal, ich mach die mal von oben nach unten. So Leute, das ist jetzt, wenn man so will, die Schlüsselstelle vom Kolodri-Steig. BC würde ich das auch noch nicht mal nennen, das ist B. Das ist nicht mal steil oder so, 1000 Klammern. Und dann geht's jetzt hier rauf. So, da kommt Ralf. Die finale Stelle hoch. Unten das Tal. Die Treppe hier hoch. Ja, das ist ganz einfach. Also B, C ist das wirklich nicht. B, B ist es. B ist okay. Der Schweiß, ja, das ist unheimlich leicht, aber das ist eine schwüle Luft hier, das ist unfassbar. So, sind wir schon oben, oder? Ja. Gipfel auch noch eben, ja, ne? Machen wir noch schneller. 40 Minuten haben wir jetzt hier hingebraucht. Locker flockig. Das ist auch ein schönes Bild übrigens.